Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Captain Tsubasa Rise of New Champions mit mir zusammen, dem Malte, mit Tsubasa, dem Nankatsu in der Mittelschule, also der Nankatsu Junior High. Und wir sind wieder zurück im Halbfinale. Ja, letztes Mal haben wir die Partie gespielt gegen Furano im ersten Anlauf, sind dort über ein 1:1 der regulären Spielzeit nicht hinausgekommen und haben das Spiel dann im Elfmeterschießen verloren. Mit dem Ergebnis, dass wir das Ganze jetzt nochmal angehen müssen. Aber, meine Lieben, wenn wir das Ganze jetzt nochmal angehen müssen, ja, dieses Mal will ich das Ding gewinnen und wir werden nicht denselben Fehler machen wie in der letzten Partie. Wir werden gucken, dass wir das jetzt in der regulären Spielzeit entschieden kriegen. Weil in der regulären Spielzeit war Furano dieses Mal nicht so gefährlich, wie es die letzten gegen alle gewesen sind. Das einzige Problem ist gewesen, Furano hat einen Keeper, der außergewöhnlich stark hält, womit ich nicht gerechnet habe, und der mich dann noch Elfmeterschießen Kopf und Kragen kostet. Deswegen würde ich sagen, Freunde, fucken wir nicht lange, wir starten rein und sehen jetzt zu, dass wir das in den ersten 90 Minuten tatsächlich durchkriegen gehen. So, hier habt ihr nochmal Hashimi Taki, Stürmer von Nankatsu, Dribbler am Flügel, der Tsubasa und Kisugi vor dem Tor unterstützt. Ja, genau, so sieht's aus. So, dann ist alles weiter geklärt. Hoppala, ich muss ein Mikro ein bisschen richten, dass es direkt passt. So, und dann würde ich sagen, kann es direkt schon losgehen. Wir werden jetzt nicht lange fackeln. Ich habe jetzt ja direkt ein bisschen was gelernt schon zu deren Spielweise. Das heißt, das wird alles sofort genutzt, wenn es irgendwie geht. Das heißt zum Beispiel jetzt hier Nangano, der jetzt hier ein bisschen Platz hat. Kann jetzt vielleicht, schade, auf dem Flügel schon etwas reißen. Na, okay. Einsatz mit X. Hoppala, Tsubasa willst du wohl. Okay, er will nicht. Isawa kommt jetzt auch ganz schlecht hinterher. Oh, 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 das läuft nicht so gut an. Jetzt erstmal Oda, aber wird von unserem Oda gestoppt. Das ist wieder, als wenn Schmidt und Schmidt aufeinandertreffen oder so. Na, besser ist es Ishizaki. Da sollte man nochmal ausweichen. Jetzt Nagano gegen Matsuda. Jawohl, klappt gut. Jetzt Ball auf Kisugi. Oh, das war nicht so prickelnd. Und Kondo auch dazwischen. Hat die Kiste, aber Iwami noch setzt nach, der aber den Ball direkt wieder verliert und wieder gewinnt. So, jetzt reicht er aber erstmal. Jetzt erstmal ein paar Meter machen vielleicht. Kisugi in der Zentrale. Geht vorbei. So, erstmal direkt den ersten Abschluss suchen. Direkt mal erstmal den Keeper hier ein bisschen Ausdauer ziehen. Wie gesagt, müssen schauen, dass wir auf jeden Fall den jetzt ein bisschen platt schießen gehen. So, Ball landet aber bei Oda erstmal. Komme ich nicht dran, aber zu Basa im zweiten Anlauf. Gegen Matsuyama jetzt im direkten Duell. Oh, shit, starkes Tackling. Da komme ich nicht dran. Jetzt ist mal wieder Oda. Oh, da ist Iwami eigentlich zwischen. Okay, im zweiten Anlauf hat er den. Besser spät als nie. Rüber zu Taki. Jawohl, sauber, geht vorbei auf der Außenbahn. Taki jetzt. Zu Tsubasa. Jetzt, Junge. Jawohl, zumindest noch meinen nächsten Abschluss direkt gesichert. Gut, okay. Luft hat er leider immer noch sehr viel. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach für uns richtig, das Ding, den Tor darunter zu schießen. Und zeitgleich natürlich keinen zu bekommen, ne? Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Oha, da gehen sie vorbei. Yamamuro geht vorbei. Jetzt aber Iwami dazwischen. Sehr gut. Taki hat ein bisschen Probleme hier. Wird ihm gerade ein bisschen eingekesselt. Mal gucken, irgendwo muss sich aber hier eine Lücke geben. Kisugi, Taki. Sehr gut, wieder Kisugi. Nochmal Taki. Nochmal Kisugi. Ja, ein bisschen eng jetzt hier geworden. Und Kondo geht vorbei. Oder schafft es auch nicht ranzukommen. Jetzt Nakazato müsste das Ding eigentlich haben. Oh, und dann ist da wieder einer dazwischen. Jetzt, Jungs, müsst ihr euch beeilen. Spielt euch. Sehr gut, unser lieber Rot Takazuki dazwischen. So, Tsubasa, Taki, Kisugi, Nagano. Oh ja, hat tatsächlich noch ein bisschen Platz. Sauber. Ah, shit, aber ich krieg wieder die beiden Innenverteidiger nicht umspielt. Hoppala, falscher Mann. Jetzt habe ich ihn. Sauber, schnell vom Balltrenn ist wichtig hier. So, und jetzt, oh, geht das Ding wieder voll ins Nirvana. Das war natürlich nicht gut. So, jetzt aber hier Iwami. Nein, komm nicht dran. Oh, jetzt geht es ins Kombinationsspiel. Und ich muss wieder gucken, wo ich also bin. Jawohl, jetzt habe ich ihn hier mit Taki. Ah, das war auch zwei Gegner auch noch. Ich dachte, einer von beiden war unserer gewesen. Ah, Trikotauswahl gab es auch schon mal eine günstigere. Egal, so, jetzt haben wir Nagano hier ein bisschen Platz. Kisugi. Jawohl, probier's mal. So, erster Topspin, den wir jetzt hier setzen.
Auch den hat Kato erstmal ohne große Probleme, aber wir haben ihn schon mal ganz gut runter. Also nach einem Treffer in dieser Halbzeit sieht das schon mal aus. Das war in der letzten Partie ja auch ähnlich gewesen, dass wir in der ersten Halbzeit einen Treffer gelandet haben, aber die zweite nicht so lief, wie wir es gerne hätten. Oh nein, Kisuki kommt da nicht ran. Oh, schade. Das wird tatsächlich auch noch spannend geworden. Isawa tackelt sie da jetzt ein bisschen. Tsubasa holt sie dafür den zweiten Ball. Jetzt der Ball bei Taki. Oh, und Matsuda haut dazwischen. Tsubasa, da haut Matsuyama selbst zwischen. Geht auch vorbei an einem Kollegen jetzt hier. Jetzt Kanada, oder Kaneda, wie immer, haben wir im Griff. Sehr gut, jetzt Taki. Komm, Junge. Ach, mein Gott, jetzt haben sie Zorn. Okay, das wird wahrscheinlich das Gegentor werden, wenn ich jetzt nicht gewaltig Glück habe. Jawohl, habe ich mal. So, Takasugi. Nakasato. Isawa. Rüber auf Taki. So, und jetzt können wir hier mal tatsächlich ein bisschen Dampf machen hier. Jawohl, sind sie auch nicht ganz einig, wer hier rangehen soll. Das schmeckt natürlich. Iwami. So kriegen wir das Ding hier ein bisschen überstanden. Ah, schade, Matsuda jetzt. Jawohl, jetzt marschieren sie. Aber so viel Zeit bleibt denn nicht mehr. Matsuyama. Ich weiß, dass du noch passen musst eigentlich. Nakasato, Leoda kommt ran. Aber den müsste haben. Komm, jawohl. Den hat Morisaki sicher. So, und damit ist jetzt gleich deren Zone um. Das schmeckt mir schon mal. Iwami. Taki. Jawohl, da ist jetzt erstmal die Zone durch. Das Thema haben wir schon mal geklärt. So, und jetzt Taki. Oh mein Gott, den geht ja gar keiner hier an. Kisugi. Ja, und dann wieder Kondo dazwischen. Ich habe schon überlegt, ob ich da direkt schießen sollte. Wäre besser gewesen. Ja, egal, passiert. Isawa hat den. Tsubasa. Jawohl, geht vorbei. Kisugi. Jawohl, passt knapp noch mit dem Gewehrkugelschuss. Müsste Kato auch noch haben. Jawohl. Aber zur Hälfte haben wir ihn schon runter. Ah, shit, ist aber gleich Halbzeit. Ja, gut. Na gut, Halbzeit. Alles klar. Pausenpfiff, ihr kennt den ganzen Spaß ja, den überspringe ich jetzt mal für euch. Ist ja tatsächlich exakt dasselbe, nur mit dem 0-0. Ja, was lässt ihr also zu sagen? 0-0 zur Pause. Ja gut, zumindest ist er aber nicht zum Treffer gekommen. Das heißt aber definitiv, das wird in der zweiten Halbzeit wohl. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auf jeden Fall den Treffer setzen. Zwei Tore in einer Halbzeit, das wird glaube ich aber schwierig, befürchte ich eher. Also ich sehe wenig Land für uns, was das angeht. Das heißt, wahrscheinlich jetzt zielmäßig wie 1-1 und doch wieder Elfmeter schießen. Naja, mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Und irgendwie will das Mikro heute aber gar nicht. Ne? So, jetzt steht's wieder. Also ich habe eigentlich immer eine Höhe, wo ich das einrichte, aber das fiel jetzt gerade 2-3 Mal runter da aus der Ecke. Wild. Muss ich mich vielleicht mal nach den nächsten Aufnahmen drum kümmern. Egal, so schauen wir drauf. Erste Halbzeit, 4-1 Schüsse. Sie hatten mehr gelungene Aktionen, wir erheblich mehr Ballbesitz. Sie hatten einmal die Zone, wir hatten gar keine Zone gehabt. Das fehlte tatsächlich, wir hatten keine Zone gehabt in dieser Halbzeit. Gucken wir, dass wir uns jetzt in der zweiten Halbzeit hier was abholen gehen. So, jetzt Taki kommt da nicht direkt dran, das ist schon mal schlecht. Matsuyama geht schon mal vorbei. Tsubasa wird auch überrumpelt. Jetzt geht's hier aber richtig los. Nein, oder? Oh, sehr gut, Takasugi. So, und jetzt haben wir zurück in der Powerplay. Ja komm, dann probieren wir es mal. Taki. Ah, shit. Und ich kann das einfach wieder nicht nutzen. Nein, 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 das ist. Oh Gott, das ist die Szene gewesen. Puh, das war knapp. So, Tsubasa, sehr gut. Jawohl, geht am zweiten vorbei. Dritter. Vierter. Das ist es. Das ist es jetzt. Komm, Junge. Jetzt drück ihn das aus dem 16er. Ah. Ja, aber den kriegen wir noch wieder. Und den gibt es jetzt noch direkt ein zweites Mal oben drauf. So, jetzt Kato. Viel Spaß beim Fangen. Ja, Mann. Spitzer Winkel. 1-0. Jawohl. Das war eine geile Zone, die wir genutzt haben. An vier Leuten mit Tsubasa vorbei. Da haben wir richtig ausgespielt, unseren Topspieler. Zweimal Topspin, einmal frontal vom Tor, dann der abgelenkte Ball und jetzt haben wir ihn madig geschossen. Es ist das 1-0. Oh, okay, neue Szene. Das hatten wir tatsächlich nicht gehabt. Das lese ich jetzt vor.
Hey, was ist los? Beim Schuss gerade eben, meine Schulter. Oha. Oh, Matsuyama hat ihn aufgefangen. Ehrenmann übrigens, der Junge. Alles okay, Tsubasa? Das heißt einfach nur Danke, Matsuyama, dafür, dass du mir halt aufgefangen hast. Nicht, dass du fragst, egal. Spar dir deinen Dank. Wenn ich dich besiege, soll es fair und eindeutig zugehen. Ehre. Ehre, der Junge. Nankatsu hat nicht ohne Grund zweimal hintereinander gewonnen. Sie sind wirklich ein gut eingespieltes Team. Sollen sie uns etwa auch in Sachen Teamwork abhängen? Was ist los, Leute? Redet nicht so, als hätten wir schon verloren. Es ist noch genügend Zeit. Captain! Und jetzt los! Das ist erst der Anfang! Passt auf, Nankatsu. Ich hab noch etwas für euch. Ja, das ist natürlich der Fernschuss, den ich euch von alleine lassen konnte. Aber zumindest haben wir erstmal den Treffer. Das heißt, wir sitzen jetzt schon mal erstmal ganz gut dabei. So, jetzt muss ich gucken. Sehr gut, Tsubasa, dass der erstmal rangeht. Ja, gut, okay. Jetzt kommt Matsuyama mit dem Schuss. Nein, das lasse ich nicht zu. Solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe, kommst du mir nicht so einfach davon. So, Taki. Ja, schade. Also wir werden jetzt wahrscheinlich vermehrt versuchen, echt den Kollegen einzubinden. Aber solange ich das verhindern kann, nein, kann ich nicht mehr, 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 nein! Er hat keine Kraft mehr, oh Gott, Scheingard. Was? Passt zum Torwart? Was machst du denn da? Das war übrigens Auto-Ding, das habe ich nicht gesteuert, by the way. Wild. Sauber, Taki. Tsubasa jetzt am Ball. Kisugi. Jawohl, ist vorbei an zwei Leuten. Jetzt aber. Gewehrkugelschuss, 16er Kante, sauber, erster Treffer ist da. Damit haben wir ihn jetzt schon erstmal wieder angehittet. Sehr gut, Kisugi. Nagano, nochmal. Ach, schade, ich glaube, der war neben, ne? Ja, ich glaube, der war neben. Schade. So, Kato, Abschlag, Abstoß, Entschuldigung. Nagasawa. Oder. Ah, jetzt geht er vorbei. Jawohl, Oda hat den. Sehr gut, raus auf Nagano. Kisugi. Ah, schade, komme ich nicht ran. Aber Iwami auch hier wieder gut. Also unsere Achter haben es ganz gut im Griff eigentlich. Ich muss mich zwar gerade noch sehr konzentrieren, weil so einfach geht das hier nicht. Aber es geht schon. Also wir kriegen das schon noch hin. Wo kommt der her? Oh Gott, den hat er tatsächlich sogar noch. Ja, erstmal abschließen. Erstmal gucken, was passiert. Ja, da ist er auch schon wieder gut vorbeigegangen. Tsubasa kommt da nicht ran. Ja, jetzt haben sie tatsächlich eine relative Mittelfeldwelle im Konter, die auf uns zurollt. Jawohl, wichtig. Tsubasa, sauber. So, das Ding sichern wir uns jetzt hier erstmal. So, Tsubasa, Taki. Sauber. Schön auf Tsubasa. Gut. Jawohl. Topspin, Junge, wieder im 16er drinne. Oh mein Gott, da sind wir gut vorgegangen. Zwei, drei Leuten jetzt. Ach nein, hat er den wieder. Aber der ist platt. Der nächste ist drin, Leute. Wir sind hier nah dran am zweiten. Und das wäre, glaube ich, das sichere Ding. Zwei Tore, das machen die heute nicht. Da sehe ich zumindest nicht wie. Jawohl, Ishizaki. Genau das, was ich jetzt brauchte. Ah, schade, Matsuyama. Und Zone. Ah, ich bin so nah dran am zweiten. Komm schon. Oh Gott. Jawohl. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, jetzt hier erstmal von unserem Kasten fernhalten. Das wäre jetzt erstmal gut. Jawohl, Nagano hat hier ein bisschen Platz. Oh, nein, das ist ja Matsuyama mit seinem Spezial-Tackling. Ich dachte, ich hätte ihn schon wieder gehabt. Ich dachte, ich wäre schon wieder vorbei gewesen. Aber Tsubasa, sauber.
Okay, natürlich ist klar, Druck ist hoch, Pressing ist auf jeden Fall da. Aber wenn wir das jetzt hier erstmal ein bisschen umspielen gehen, dann ist okay, dann passiert da erstmal wenig. Jawohl, Kisugi jetzt ein bisschen Platz. Sauber, Taki. Jawohl, Junge. Ah, schade. Tsunami-Keeper dran. Da ist Kato draußen. Aber okay, wir haben die Zone überstanden. Das war's mit der. So, jetzt sind wir wieder nur beim... Au, 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 au. Jetzt willst du es haben? Ja, jetzt willst du es haben. Jetzt versucht er seinen dämlichen Dreckschuss bei abzuliefern, weil jetzt kann ich wahrscheinlich nicht stoppen, oder? Nein, doch, Takazuki dazwischen. Oh, es geht doch. Ich dachte, das wäre ein unvermeidbares Event. Aber nee, das haben wir tatsächlich noch im Griff gekriegt. So, Tsubasa. Ach nee, wieder Matsuyama. Ich war schon wieder vorbei. Das nervt mich total. Oder? Aber Ishizaki, sehr gut. So, gut. So kommen wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Land. Jawohl, da ist er vorbei. Da ist er vorbei gesegelt. Jawohl, Kisugi hat das Ding auch. Bitte kein Abseits. Ah, scheiße, zu darauf konzentriert. Abseits ist er nicht. So. Oder nochmal. Aber auch da sind wir jetzt, glaube ich, zwischen. Nein, so nicht. Er hat doch gerade die Zone aktiviert. Ich fass es nicht. Jawohl. Aber unser Libero regelt. Also unser Libero hat das wirklich gut im Griff. Die Achter und der Libero, das rettet mir gerade echt das Spiel. Die Defense, dass ich das mal sag hier heute. Die macht mir bislang am meisten Freude. Taki. Jawohl. Jetzt Powerplay. Nein. Oh, shit. Ich dachte, er war frei. Also nicht ganz frei. Ich dachte eigentlich, laut sein, er würde seine Energie durch das Powerplay wieder kriegen, aber das war tatsächlich eine Fehlannahme von mir. Als ob. Nachspielzeit, Leute, komm, reißt euch nochmal am Riemen. Jawohl. Und jetzt ist mal ganz ruhig hier. So, Nagano nochmal. Tsubasa, ja, egal, passt, reicht. Richtig fett ermauert, aber egal. Ich hab's geschafft, er hat das Tor nicht geschossen. Puh, okay, wenn du den Typen Manndeckung nimmst und das wirklich über die Achter und über die beiden Innenverteidiger regelst, also die Verteidigung allgemein heute bombenstark, ja, dann klappt das tatsächlich. Uff. Puh, okay, da muss man ganz schön zittern. Eigentlich waren wir auch ja drauf und dran, das zweite zu machen. Der Keeper war ja völlig K.O., aber ich kam einfach nicht mehr hinten raus. Junge, 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 Junge. Na egal. So, da ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Nankatsu steht im Finale. Damit sind sie dem dritten Titelgewinn, der sie zur Legende machen würde, noch einen Schritt näher gekommen. Tja, genau. Also 1-0 am Ende. Knappes Ding, aber egal. Haben wir noch irgendwo hier nochmal das Tor vielleicht? Das wäre nochmal ganz schön. Ja, das war eine Abwehraktion. Nee, nächste. Das war auch Abwehr. Abwehr. Das Tor hier. Genau, da ist es. Tsubasa, der also den Nachschuss sich wiederholt. Dann zum Topspin aus dem spitzen Winkel, also ansetzt. Kato völlig platt. Kriegt das Ding, wird mit dem Ding ins Tor reingeschossen und ja, da hört es dann halt auf. Genau, also das goldene Tor des Tages, wir gucken nochmal drauf, war noch die überlegene Mannschaft, ja, 56% Ballbesitz, 10 abgegebene Schüsse, gut, Zone und gelungene Aktion, ja, liegen wir halt ein bisschen dran, aber ist okay. Nehmen wir so mit, hat gereicht, Freunde, wichtig und vor allem nicht die ganze Woche wie damals, was war es gewesen, Achtelfinale, wo ich lang dran saß? Ich glaube ja, ne, da brauchte ich so viele Anläufe für. Aber hier tatsächlich also im zweiten Anlauf durch. Das heißt, wir machen das weiter und gucken, wie die Story jetzt so weitergeht. Takeshi Sawada, neu im Mittelfeld-Tor, kam ihm herausragend darin, den Ball nach vorne zu Hyuga zu bringen. Richtiger Zuarbeiter. Wir haben es geschafft. Knockout. Ach, der schon wieder. Was ist los mit dir? Naja, du hast gewonnen. Da darfst du dich wohl ein wenig ausruhen. Aber weißt du, ein Spieler wie du... Du bist wirklich etwas Besonderes, weißt du? Selbst wenn du getreten wurdest wie ein Trainingsball, sind deine Schüsse noch knallhart.
Du kannst stolz auf dich sein. Aber sieh bloß zu, dass du das Finale gewinnst, hörst du? Richtiger Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Könnt ihr verstehen? Den Typen muss man einfach mögen. Matsuyama Furan muss man einfach gern haben. Okay, aufstehen, Jungs. Wir müssen uns von den Fans auf den Rängen verabschieden. Stellt euch auf! Das ist so ein spezielles japanisches Ding, so sich. Also, in Deutschland kennt ihr das ja aus dem realen Fußball, wenn die Leute dann nochmal in die Kurve gehen, applaudieren und mit denen feiern, aber die machen das so auf Ehre, Tradition und auf richtig Ritual. Danke für eure Unterstützung, Leute. Da wird sich nochmal brav verbeugt. Finde ich echt cool eigentlich, aber naja. Gut, das ist so ein kulturelles Ding. Ihr war toll, Furano! Egal, ob ihr gewinnt oder verliert, euer Teamwork ist das Beste in ganz Japan. Selbst nach dieser bitteren Niederlage vergessen Furano-Spieler nicht, sich bei ihren Fans zu bedanken. Aber sie haben wirklich einen epischen Kampf geliefert. Diese Krieger aus dem eisigen Norden. Mehr Pathos geht nicht, Leute, aber das finde ich geil. Ich liebe diesen Pathos. Hikaru Matsuyama, du hast verloren, aber du kannst stolz auf dich sein. Und das war's. Mit unserem Fußball. Manager. Yoshiko. Seckkaku Hachimaki tsukutte kureta no ni. Gomen na. Katenakatta yo. Es tut mir leid, dass wir nicht gewonnen haben, trotz der Stirnbänder, die du für uns gemacht hast. Kore wa? Warte, was ist das? Hachimaki no hashikko ni konna chiisaku shikamo medatanai youni shiroi nuno ni shiroi ito de. Da am Rand des Stirnbands in kleinen Buchstaben in weißen Faden auf weißem Stoff. Dostandesu, Captain. Was ist los, Captain? Oh, Captain. Oha, 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 oha. Stand da etwa eine Liebeserklärung drinne? Könnte das sein? Jetzt aber mal Gas, Junge. Lauf, wie du nie gelaufen bist in deinem Leben. Kantoku, Manager wa? Trainer, wo ist Yoshiko? Oh, ihre Mutter hat sie abgeholt. Sind bereits weg. Manager, so wie ich es verstehe, fliegen sie nach Amerika zu ihrem Vater. Ist das bitter, Junge. Ich hoffe, du bist ein schneller Läufer oder hast noch Kleingeld für ein Taxi oder so. Eieiei. Die Jungs verdankt dir eine Menge. Deshalb hatte ich auch gehofft, ihr könntet euch nach dem Spiel noch verabschieden. Aber sie hat es wohl eilig. Nani? Müsste es kommen. Oi, Matsuyama! Jetzt muss der Junge aber richtig Gas geben. Ihr Auto muss noch irgendwo hier sein. Könnte es das sein? Autsch. Ich sag euch, auf Stein mit Stollenschuhen irgendetwas hinterher zu rennen, überhaupt zu rennen, keine gute Idee. Erfahrungssache. Sie hat diese Nachricht in mein Stirnband eingenäht. I love you, Yoshiko.
Tatsächlich, es war die Liebesnachricht. Weißer Faden. Weißer Stoff, Leute. Och, kommt. Oh, ist das herzerreichend wieder. Okay, komm, egal. Wir müssen weitermachen. Natürlich muss es so enden. Ich werde dir nie sagen können, was... Fujisawa. BTF? Wie? Doera, maniatta mitai da na. Ich gerade noch rechtzeitig. Doshite? Das würde mich auch interessieren. Wie bist du hierher gekommen? Omae ga kuruma de itta ato, sakka-kyōkai no hito ga. Der gute Katagiri. Nachdem ihr los seid, hat mich ein Mann vom japanischen Fußballverband in seinen Wagen mitgenommen. Ich kam so schnell ich konnte. Oh nein, dein Bein blutet. So völlig nebensächlich. Keine Ahnung, das hätte auch abfallen können. Ich glaube, in der Situation wäre dem das auch alles scheißegal gewesen. Halt still. Nicht, du machst dein Taschentuch schmutzig. Sei still, schau nur, wie du blutest. Ihr redet ein bisschen langsam, Japaner. Das ist wohl das letzte Mal, dass du dich so um mich kümmerst. Du übertreibst es mit deinem Ehrgeiz. Ständig verletzt du dich irgendwo. So kann man es auch sehen. Ich sag lieber, ich habe mich voll eingesetzt. Fertig. Das sollte die Blutung erstmal stillen. Thank you, Manager. Oh. Ja, es ist einfach herzerwärmend, mein Leben. Was ist los? Ich meine, du tauchst plötzlich auf und... Komm schon, du musst es wissen. Ich lief deinem Taxi hinterher, hab dich gerufen, weil du gefahren bist, ohne mir zu sagen. Diesen Kratzer habe ich mir geholt, weil ich dich noch erwischen wollte. Hey, nicht weinen. Aber wenn du weinst, das ist richtige Romantiker. Aber okay, lassen wir stehen. Wie willst du deine Tränen abwischen? Dein Taschentuch ist um mein Knie gewickelt. Dialogmonster 9000. Ah, Mann. Das ist schon wieder etwas wieder. Das geht schon mehr in die Richtung. Wenn ich mich schon von dir verabschieden muss, will ich dich zumindest lächelnd in Erinnerung behalten. Ich versuche es. Dieses Stirnband wird mich immer an dich erinnern. Ich werde gut darauf aufpassen. Ich verdanke dir so viel. Ich bin so froh, das zu hören. Nein, sie sagt einfach, de facto ist das so ein wimmerndes Nicken ist es eigentlich, was sie da vor sich gibt. Wer kriegt die gerade nicht raus? Ach man, mein lieben Übersetzer, wirklich, das macht mich fertig. Wo ist der Captain hin? Es wird schon spät. Könnte sein, dass der jetzt noch ein spontanes Date am Flughafen hatte. These. Sag bloß, er ist hier zum Flughafen nachgefahren. Sag bloß, Shuichi. Sag bloß.
In einem Taxi? Ach was, wo sollte er das Geld dafür haben? Nanda, kono bango, doko kara da? Hä? Eine unbekannte Nummer. Hoi, moshi moshi. Kantoku. Matsuyama. Viel einfach Talk. Sumimasen, Kantoku. Ima kūkō nan desu kedo. Entschuldigung, Trainer, ich bin am Flughafen. Omae, hontou ni kūkō made? Du bist also Yoshiko wirklich bis zum Flughafen nachgefahren. Kore kara Sakka-kyōkai no hito ni okutte moraimasu node, shukusha ni modotte ite kudasai. Jemand vom Fußballverband nehme ich mit. Sie können also ohne mich zum Hotel fahren. Yoshi, wakatta. Alles klar, so machen wir es. Captain, kūkō made itta no ka? Der Captain ist also wirklich zum Flughafen gefahren? Mo, akirame nai tte no wa Captain rashii to ieba rashii na. Naja, wenn man eines über ihn sagen kann, dann, dass er niemals aufgibt. So ieba, Fujisawa ga Captain wo tte no wa nantonaku sashitte ta kedo. Ich meine, wir ahnen alle irgendwie, was Fujisawa für den Captain empfand, aber... Captain wa Fujisawa wo dou omotte tan darou na? Was meint ihr, was er für sie empfindet? Kore wa... kaitte kita da shitsumon zemi da na. Wir müssen ihn in die Mangel nehmen, wenn er zurückkommt. Ja, genau so, Jungs. Richtig in den Schwitzkasten, Abmarsch. Seid nur nicht so gemein zu dem armen Kerl. Nee, das ist Mannschaftsgeschichte. Das ist spielerintern. Das klären die Führungskräfte unter sich. Ja. Immer schon lustig mit dem guten Team. Der Doktor mal wieder. Trotz meiner Warnung hast du dich wieder total verausgabt. Ich bin nicht schuld, wenn du morgen aussetzen musst. Da hat er tatsächlich an den Spielverlauf sogar recht. Wenn ich es nicht gemacht hätte, würde es morgen kein Spiel für uns geben. Wo er recht hat. Wie gesagt, entscheidende Siegtreffer hat er geschossen. Ich musste einfach gewinnen. Ich musste ins Finale morgen kommen. Hey, was soll ich bloß mit dir machen? Übermotivierte Jugendliche. Im kuriosen Alter zwischen 14 bis 18? Na, das trifft's ganz gut. Die ticken manchmal ein bisschen komisch. Die bremst gar nichts. Warum ich das übrigens sage? Eigene Erfahrung. Auch ich habe schon Sachen gemacht. Ja, die hätte man vielleicht besser schenken können. Aber ich verdanke Ihnen meinen Erfolg, Doktor. Sowohl Ihrer Behandlung wie auch Ihrer Botschaft. Immer ein Gewinner auf meinem Verband. Was? Sie haben das wirklich geschrieben, Doc? Ja, das habe ich wohl. Doktor, könnten Sie hier wohl immer einen Gewinner hinschreiben? Immer einen Gewinner? Ich muss das Spiel nämlich heute unbedingt gewinnen, egal was es kostet. Ich werde gewinnen und im Finale gegen Hyuga spielen. Ah, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, jetzt kommt's ja dann. Ohoho, das Duellfinale. Oh Gott, das ultimative Finalspiel, Leute. Oh Gott, Tsubasa gegen Hyuga. Toho, meine Lieben, von denen ich übrigens ein Trikot hier im Schrank kriegen habe, fällt mir gerade ein, ne? Falls es noch niemand von euch wusste, ich habe mir tatsächlich ein Trikot von Toho hier im Schrank hängen. Weil ich großer Hyuga-Fan bin, ne? Auch Hyuga mit der Nummer 9 hinten drauf. Genau. Steht sie an. Aber Hyuga ist bis jetzt in jedem Spiel auf der Bank gesessen. Da muss stehen, hat bis jetzt in jedem Spiel auf der Bank gesessen. Ja, aber morgen spielt er auf jeden Fall. Kochiro Hyuga ist mein größter Rival in Japan. Und das wird mein letztes Spiel gegen ihn hier in Japan sein. Sensei. Hm?
Sie können mir davon abraten, aber Sie können mich nicht daran hindern, dass ich morgen Finale spiele. Dann nehme ich wohl morgen besser den großen Arztkoffer mit ins Stadion. Schöner Humor, habe ich gerne. Aber heute Nacht bleibst du mal im Krankenhaus. Okay, lassen wir so stehen, warum immer jetzt im Krankenhaus, wenn er morgen wieder spielen soll. Muss ich nicht verstehen, oder? Na, glaube ich, muss ich nicht. Egal, meine Lieben. So, bevor ich jetzt hier mit Katagiri weitermache, haken wir die Arztszene jetzt hier einmal ab. Wir haben die Story mit der guten Fujisawa und Matsuyama beide abgehakt. Das heißt also, alle interessanten Thematiken dahingehend sind durch. Jetzt also geht es dann jetzt so ein bisschen Aufbau, spannungsbogenmäßig Richtung Finale, Richtung des Spiels zwischen dann Katsu und der Toho-Akademie, zwischen Tsubasa und Hyuga, das ganz große Duell. Und meine Lieben, bevor wir uns daran machen gehen, würde ich mal sagen, wird es Zeit für einen Cut heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns zur nächsten Aufgabe wieder, dann wie gesagt mit dem Weg Richtung Finalspiel. Mal gucken, was der Kategorie dann hier noch ein bisschen zu erzählen hat. Und ja, dann wollen wir mal schauen, vielleicht eventuell, wenn es hier schnell geht, könnten wir es vielleicht schon direkt schaffen, zum Finale in der nächsten Folge überzugehen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, freue mich auf eure Kommentare, auch was ihr so zur Storyline noch sagt. Also wie gesagt, sie ist schon herzerwärmend. Also die Storyline hier zu diesem Halbfinale, die fand ich jetzt schon schön. Also die hat mir noch einen richtigen Kick gegeben. Bislang fand ich die Storyline so ein bisschen mäßig. Okay, du hast dieses Hyuga-Ding, ne, das wusste ich wohl. Also, dass sie natürlich den Teil bespielen werden. Das ist okay, dieses Mizugi-Hyuga-Spiel auch da, ne, wo umgekippt ist und dann Trainer Kira reinkam und gesagt hat, du Weichei, mach jetzt, los, keine Gnade, Kampfroboter. Also, das fand ich schon geil, aber bislang hat es ein bisschen, so war die Storyline nicht so gut, aber jetzt, Freunde, hat mir mal ein bisschen was für mein Story-Herz getan. Und ich glaube, das geht auch nochmal schön so weiter. Also von daher, nicht verkehrt, Leute. Gut, deswegen war es das jetzt von meiner Seite aus heute. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.